Den ersten Tag haben wir überstanden. Ja, ich hab ihn ähnlich so erwartet, ne? Also ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, wir haben den gut gemeistert. Haben wir gut gemeistert. Ja. Wir haben einen in den Knast gesteckt. Herr Wachset hieß der. Also dafür, dass wir so lange nicht mehr im Dienst waren, ne? Haben wir ja auch Respekt bekommen von unserem Informanten da, der uns da angerufen hat. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt heißt es erstmal Nachtstreife, ne? Ich habe ja ein bisschen Angst. Nachts ist immer gefährlich in LS, ich sag's dir. Ich habe ja damals ziemlich lang für das LSPDFR, eine Unterbehörde vom LSPD, gearbeitet. Und ich kann dir sagen, Kevin, Nutten, ja, ich will, Drogen, ich will gar nicht wissen. Ich will Gangs. Gar nicht wissen. Was, wie fährt der denn da vorne? Hast du es gesehen? Wo war da hinterher? Zentrale, hier Wagen 58. Wir haben einen gelben, ein gelbes Muscle Car. Und wir nehmen die Verfolgung auf. Hast du gesehen, wo der? Ja, ich hab's gesehen, Okay. Hey, wie ist der denn gefahren? Der hat doch gesoffen, oder nicht? Da vorne, links, ehrlich, links. Ja, ich seh's, Okay, gehst du an den Lautsprecher? Ja. Alles klar. Wir müssen aber noch ganz nah ran, Ja, klar. Da vorne, boah, der hat aber auch nicht Alter, Pässe, was hat der für einen Zahn drauf? Boah. Oh, Alter! Oh, okay. Der ist fast in den Bus reingerast. Jetzt hat er noch Passagiere im Bus gefährdet. Ei, die Anzeige wird ohne Ampel mitgenommen. Jetzt, Alter! Der fährt... Wir bleiben dran. Ach du Scheiße. Wechsel wenigstens die Spur. Gib nochmal durch, dass wir den Wagen verfolgen jetzt. Zentrale hier, Polizeiwagen 58. Wir brauchen eine Verstärkung Freeway. Ja, wir haben einen gelben Geisterfahrer in einem Muscle Car. Bretter durch die Stadt Richtung Del Perro jetzt. Dringend Verstärkung. Jetzt Richtung Hafen. Und bitte, bitte dringend Verstärkung. So. Ach, da ruf mich. Ah, wir müssen hier ran. Das Funkgerät ist nicht das Neueste. Ich versuch's. Gib alles. Boah, der ist mega schnell. Ja, aber wir kriegen den. Wir müssen den so schnell wie möglich aufhalten. Nicht, dass er gleich irgendwelche Leute mit in den Tod reißt hier. Das ist ja Wahnsinn, was der für eine Geschwindigkeit drauf hat. Ist der wahnsinnig? Der Polizeiwagen 58. Wir brauchen dringend einen weiteren Streifenwagen. Dringend. Over and out. Oh, jetzt, Alter, der baut noch einen Unfall. Der bringt sich selber um. Ich sag's, ja, wir können den so nicht stoppen. Oh. Jetzt. Oh, was? Scheiße. Stopp. Wo ist der? Da. Oh, der hat einen Unfall gebaut. Oh, ist Wasser gefahren. Warte, wir gehen langsam runter. Lass uns hier runterfahren, okay, das ist zu gefährlich sonst. Okay. Langsam hin. Pass auf, ganz langsam. Funk Arnold, Krankenwagen ist unterwegs. Okay, dringend Krankenwagen und wir brauchen dringend auch einen Polizeiwagen, einen weiteren, der die Gegend abriegelt. So. Stopp. Gehst du ran oder? Ja. Oh Gott, was ist das denn? Oh, Scheiße. Mister! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Gucken Sie mich an, Mister! Hör, hol mal die Taschenlampe raus. Mister! Ich hab keine. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Okay, dann. Ich mach das. Richte du die Waffe. So. Wer sind Sie? Boah. Sie sind verhaftet. Wer bin ich? Sie haben. Alter, was ist das denn für eine Kreatur, Mann? Sie haben in Los Santos. Ich kam von der Pyjama-Party, ne? Hören Sie, ich hab Sie doch schon mal gesehen. Ah, verrückt. Okay. Und alles getrunken, Bier. Krankenwagen ist angefordert. Wir machen jetzt einen Medizincheck. Warum sind Sie überhaupt blau? Wer sind Sie? Wir sind Polizisten. LSPD. Haben Sie was getrunken? Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich Alkohol getrunken habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Alkohol hat er getrunken. Er kann sich nicht daran erinnern. Haben Sie Waffen, Sir? Ja, aber nur zum Schutz. Zum Schutz? Okay, zweiter Polizeiwagen ist da. Hören Sie. Mister, können Sie mir Ihren Namen sagen? Wissen Sie, wie Sie heißen? Nein, ich erinnere mich nicht mehr dran. Kollege, passen Sie auf. Okay,
Hören Sie zu, Mister. Krankenwagen unterwegs. Der weiß seinen Namen nicht. Wir brauchen dringend einen medizinischen Check hier. Haben Sie irgendwie einen Ausweis dabei oder sonst irgendwas in der Art? Ich guck in seine Taschen. Lassen Sie ja die Hände oben. Lassen Sie die Hände oben, Sir. Ich guck mal rein. Mach ich doch. Oh. Wissen Sie überhaupt, was Sie gerade für ein Tempo gefahren sind? Wissen Sie gerade, wie viele Leben Sie gefährdet haben? Der ist komplett nass geschwitzt. Oh, warte mal, ich muss Handschuhe anziehen. Habe ich welche dabei? 20 km/h. Mit welcher Brille bist du denn gefahren, mein Freund? Ach, Gottchen. Kein Wunder, dass Sie wären hier fast ins Meer gestürzt. Stellen Sie mal vor, Sie wären nicht aus dem Auto rausgekommen. Was wäre denn dann gewesen? Wären Sie dann ersoffen? Mann. Können Sie sich da überhaupt noch erinnern? So, ich habe Handschuhe angezogen, um den zu kontrollieren. So. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, dass ich Alkohol getrunken habe. Ja, das riecht man aber 12 okay. Meter weit, ey. Gegen den Wind, mein Freund. Oh. Curry, Kollege, halten Sie mal die Waffe auf ihn, Mr. Phil. Holen wir schon mal den Polizeiwagen ein bisschen näher. Der hat ein richtig krasses Waffenarsenal. Wir müssen alles in den Kofferraum packen. Ja. Okay, warte, ich hole. Sir, keine Bewegung. Mr. Phil, kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Sehr gut. Gut, dass Sie gekommen sind, Mr. Phil. Vielen Dank. Oh, krass, Sie haben ja schon die neue Uniform. So, okay, Krankenwagen ist da. So, stopp. Ups. Sorry. So, Sir, drehen Sie sich jetzt ganz langsam um. Ganz langsam umdrehen, Sir. Ganz langsam. Ganz sachte. Was haben Sie denn alles dabei? Okay, ein Taschenmesser packe ich mal rein. So, dann haben wir hier noch eine Pistole. Also ganz ehrlich, Hey, was bequatschen Sie mich? Sir, seien Sie ruhig. Und noch eine Pistole am Bein. Okay, zwei Waffen plus... Haben Sie einen Waffenschein, Sir? Nie davon gehört. Okay, sehr gut. Okay, wir müssen die Waffen unbedingt untersuchen lassen, auf welche Waffe, auf welche Personen die zugelassen sind. Der Medic zieht sich gerade noch um. Ach, da ist er. Ja, das macht Medic. Ich möchte nur sagen, dass ich gerade mir in die Hose gemacht habe. Kann sein, dass die Waffe ein bisschen... Ja, Sir, irgendwas stimmt mit diesem Kerl hier nicht. Ich würde vorschlagen, dass unser Beamter den Gefangenen erstmal mit aufs Revier nimmt, dass wir dann alles vernehmen. Jetzt machen wir erstmal Medizincheck. Doktor, können Sie da irgendwas machen? Gucken Sie erstmal nach, genau. Schmidt, dürfte ich fragen, was hier erstmal vorgefallen ist? Ja, der Herr hier, den Sie hier sehen, wir haben leider keinen Namen. Ich glaube, der hat auch keine Ahnung, wie der heißt, wo der ist. Und der müsste auf jeden Fall mal kurze Grundkontrolle, ja, wie es mit ihm ist. Dann würde ich sagen, der Herr Zeranfeld nimmt Sie dann mit. Mr. Joker oder wie auch immer ich Sie nennen soll. Und der Streifenwagen begleitet das Ganze, der Krankenwagen. Auf jeden Fall gut, dass wir schon mal diesen Prison-Transporter haben. Auf jeden Fall wäre gut, wenn Sie kurz einen Medizin-Check machen könnten. Mr. Phil passt auf jeden Fall drauf auf. Haben Sie schon irgendwas festgestellt bei dem Herrn? Ja, sowas Waffen. Und ziemlich schwitzig. Waffen, also nervös. Ein großes Waffenarsenal. Auf jeden Fall Alkohol im Blut. Hat sehr viel Alkohol intus. Ist, glaube ich, mit Gefühl mit fast 200 km/h den Highway entlang gerast und dann hier über die Klippe gestürzt. Wir können froh sein, dass er noch lebt. Alles klar, der Herr. Der Phil hat das unter Kontrolle. Komm mal mit, Kevin. Wir gucken mal, wo das Auto ist. Ja, ganz ehrlich, das Auto, das kann nur noch ein Schlepper da rausholen. Ah, aber es wären interessante Hinweise. Vielleicht finden wir was. Mr. Phil, ich hoffe, Sie haben was unter Kontrolle. Wir haben doch keine Taucherausrüstung. Ja, ich gucke nur gerade, ob wir den wenigstens irgendwo hier sehen. Pass lieber auf. Komisch, das Auto ist weg. Der Herr sieht so aus, als hätten Sie... Das kann nicht weg sein. Cannabis konsumiert. Ihre Pupillen sind relativ groß. Kann nicht sein. Nein, da ist nichts, Kevin. Pass auf, da sollen auch manchmal Piranhas dran schauen. Ich habe es schon gehört. Ich habe letztens erst gelesen in der Zeitung. Die Herren von der Polizei, könnten Sie vielleicht nochmal drüber gucken, ob der vielleicht Cannabis oder so dabei hat. Cannabis ist ein Drogentest, klar. Hol mal den Test aus, klar. Ach Gott, Leute. Es könnte alles mal so einfach sein. Mr. Phil, ich glaube, Sie können die Waffe runternehmen. Ich glaube, der Mann kooperiert. Aber passen Sie auf, seien Sie wachsam, Mr. Phil. Nein, lassen Sie Ihre Hände oben. Lassen Sie Ihre Hände oben. Der ist auch ziemlich nervös, der ist ziemlich am Zittern. So, Ja, es ist kalt hier. Ich habe jetzt einen Teststreifen, bitte nehmen Sie den einmal in den Mund. Der wird jetzt einmal Sie gesund? Auf Ihre Zunge platziert und dann, würde ich mich freuen, wenn Sie dann so lange eben den Streifen in den Mund behalten, bis ich sage, dass Sie ihn rausnehmen können. Sind Sie damit einverstanden? Ich habe eine Aufgabe für Sie. Wenn gleich der Gefängnistransporter gleich in Richtung, Police Station fährt, dann begleiten Sie den Konvoi bitte. Bitte schön. Wäre super, wenn Sie das machen können. Ich werde Ihnen mal ein Verband um Ihr Bein wickeln. Es sieht so aus, als wären Sie auch am Bein verletzt. Einmal bitte das rechte Bein anheben. Okay, Sie können den Streifen wieder rausholen. Ich bin mal ganz kurz die Zentrale angucken. Hier Polizei, 58, 53, Entschuldigung, an die Zentrale.
Mr. Smiley, ist Mr. Waxet noch in Gewahrsam? Bitte melden Sie sich, bitte melden Sie sich. Ich brauche dringend ein Statement, danke. Ach, so, ich schaue schau mir das mal eben an. Ja, okay. Danke, Mr. Smiley. Wir bringen gleich den nächsten vorbei. Bitte machen Sie schon mal alles bereit. Dankeschön, Mr. Smiley. Sie können auch ein bisschen rabiater mit dem Herrn umgehen. Ist kalt. Ja. Super, sollte ich Sie vielleicht nochmal sicherheitshalber eskortieren, falls nochmal irgendwas vorfällt? Nein, hören Sie zu, Mr. Gigant. Der hat ziemlich viele Menschen verletzt, ja, beziehungsweise in Gefahr gebracht. Okay. Kommen Sie mit, Ich habe die Ergebnisse. Also, Doktor, ich kläre Sie nochmal kurz auf. Also, Alkohol, wie gesagt, auf jeden Fall im Spiel, da brauchen wir auch keinen Test oder jegliche Art. Er hat Cannabis konsumiert, ist auf jeden Fall drogenabhängig, weil es ist schon eine größere Menge, die er da konsumiert hat. Scheiße. Deswegen auch unbedingt mit aufs Revier und vielleicht nochmal, vielleicht müssen wir mal gucken, dass die Leute da irgendwie das Auto aus dem Kanal holen, dass wir vielleicht da nochmal schauen, ob er irgendwie was dabei gehabt hat. Jedenfalls müssen wir da echt dranbleiben. So, Mister, kommen Sie mal mit. Ich werde den Gefängnisarzt, den Herrn Nussbaum kontaktieren. Der wird mal nochmal drüber schauen. Alles so, klar. Kommen Sie her. Ich bedanke mich erstmal. Ja, Dankeschön auch für die Arbeit, Herr Doktor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber Mr. Medic, Herr Gigant, bleiben Sie hier, nicht einsteigen, bleiben Sie hier. Bitte bringen Sie den, begleiten Sie den Polizeitransportkonvoi mit zum Gefängnis, ja, damit auch eine medizinische Check ausführlich dann vor Ort gemacht werden kann. Natürlich. So, Mister, ganz kurz, Ihre Anklageschrift. Sie haben gerade, Kevin, komm mal her, du kannst das ja mit bezeugen. Im Namen des Staates San Andreas gibt es folgende Verbrechen gegen Sie, ja, die wir live beobachtet haben. Sie sind mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen bei Nacht gefahren, haben einen Bus geschnitten, haben einen Geisterfahrer gemimt, haben mehrere Menschen in Gefahr gebracht, haben beinahe Menschen zu Tode fahren lassen, weil sie nämlich nicht so schnell reagieren konnten. Plus der Tatsache, dass sie ein Auto in ein öffentliches Gewässer versetzt haben. Und ja, da droht schon einiges. Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch was zu sagen. Ja, ich hätte eine Frage. Ja, fragen Sie. Warum sind Sie blau? Ja. Ab in den Truck. Rein, einsteigen. Ich hätte keine Antwort. Einsteigen, habe ich gesagt. So. Das werden Sie schon bereuen. Mr. Phil, begleiten Sie bitte den Konvoi. Vielen Dank, Mr. Serran. Vielen Dank. Warten Sie, Mr. Serran, ich gebe Ihnen noch ganz kurz hier die Dokumente. Kevin, mach schon mal den Polizeiwagen klar. Ja, ich mach schon mal ready. So, hier. Also einmal in Zellentrakt 38C, Mr. Smiley wartet schon. Danke, dass Sie es übernehmen. Mr. Phil, passen Sie auf, Mr. Gigant, passen Sie auf sich auf. Und, oh, das ist geknallt, ey. Okay. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank, Jungs, vielen Dank. Mein Gott, ey. Haben wir gut gelöst. Ach du Scheiße. Aber der Wagen, ey. Okay. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit den Arbeitern telefonieren, hier beim Kanal, dass die den da rausholen, weil der kann ja nicht. Vielleicht fahren wir mal zum Hafen kurz rüber, klären das mal. Das ist Beweismaterial, ne? Oh Mann, unser Polizeiwagen hat auch richtig eins auf die rüber gekriegt. Wenn das der Kommissar ist. So, die bringen den jetzt weg. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal später hin. Hier Wagen 58, einmal bitte an Mr. Smiley, bitte. Einmal an Mr. Smiley, bitte. Oh, warte mal, der meldet sich nicht mehr. Ist da irgendwas passiert? Mr. Smiley, bitte melden. Ja, vielleicht ist er auch kurz vor Schichtbeginn, ne? Das weißt du auch nicht. Okay, er ist anwesend. Was denn hier passiert? Was denn? Links. Oh. Okay, wir gehen einmal kurz da die Straße absperren. Ja, warte, dann muss ich aber erstmal da vorne drehen. Ja. Mr. Smiley, Mr. Waxet ist somit offiziell frei. Er darf wieder die Straßen von Los Santos betreten. Sollte aber weitere Vergehen, er ist jetzt auf Bewährung draußen, sollten weitere Vergehen, oder Sie dürfen das entscheiden, Mr. Smiley. Ja, wenn Sie ihn freilassen wollen, lassen Sie ihn frei, wenn er weitere Strafen kriegen soll. Eine Nacht gibt's drauf. Sie haben die Entscheidung, aber bitte teilen Sie uns das mit. Vorstellen, oder wie sieht das aus? Ja, wir müssen uns erstmal angucken, was hier passiert ist. Oh, da ist schon voll der Stau. Oh. Okay, warte, wir sperren hier auf jeden Fall ab. Ey, Leute, was ist denn mit euch los? Ja, lass am Vordringen, weil jetzt kommen wieder nicht schnell genug zur Arbeit. So, halt mal an hier. Sirene an. Was ist das denn hier? Einfach niemand drin im Auto? Ah, wir müssen den zur Seite schieben. Ich guck mir das mal ganz kurz an. Ah, siehst du da eben was? Oh, boah, Leute, sag mal. Seid ihr bescheuert? Sir! Ich weiß, die wollen alle zur Arbeit, aber ganz ehrlich, wir machen hier auch nur unseren Job, ja? Fahren wir den Steifenwagen zur Seite, damit die vorbei können. Mann. Lass mal mit dem Rambock vorne den Wagen. Ich geb dir Anweisung, kannst du ihn zur Seite schieben. Ich schieb ihn leicht an, ja. Ja, schieb ihn zur Seite, damit der Verkehr weiter fließen kann. Da müssen die Jungs vom Abschleppdienst sich drum kümmern. Oh, ich glaube, du brauchst mehr Anschwung, ja. Sehr gut, ja, weiter. So? Ja, ich fahre die Karre ganz kurz runter. So, dann checkt man den unten eben, Beweismaterial. Alles klar. Okay.
So, dann können wir den mal kurz hier abstellen. Okay. Was Mann, ist damit? Mann. Also viel los in der Stadt, ne? Da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Damals in der Wüste, im Valley, da war das schon eine andere Nummer. Oh! Was ist denn jetzt? Korrupte Bullen! Ne, warte, ich, das ist ein Missverständnis. Eine Sekunde, Jungs, ich bin Jungs, Feuer einstellen, Feuer einstellen! Missverständnis! Ah! Was passiert denn jetzt hier? Hat sich alles erledigt. Okay. Meine Güte, was ist denn los mit euch Idioten? Okay, hast du das Auto gemeldet, dass es gleich abgeschleppt wird? So, ja, ich check mal ganz kurz das Kennzeichen. Ich geb's dir mal durch. Gib mal Polizei, komm. Alter, was passiert hier gerade? Okay, ich will's gar nicht wissen. Alter! 07! Boah! Okay, wir sollten da uns distanzieren von. Au! Oh. Weg hier, Mann! Ihr atmet's aus! Was nicht, dass wir verantwortlich werden. Oh! Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, hier ist ein Abschlepper, aber ich glaube, der gehört nicht zu uns. Okay, nee, die klären das, die Jungs. Die haben anscheinend den Tatverdächtigen. Lass mal, ich glaube. Alter! Wir sind noch nicht ranghoch, dass wir hier überhaupt was machen können. Ja, das ist nicht unser Einsatzgebiet. Okay, bring uns mal wieder zur Wache zurück. Meine Fresse. Hast du dir das Kennzeichen aufgeschrieben? Ich konnte nicht so schnell. Aber du hast jemanden angerufen, der das abschleppt, das Ding. Ja, genau. Ich habe das Kennzeichen gescannt. Dann kriegen wir nachher eben einen Bericht. Boah. Also, meine Damen und Herren, zweiten Tag, ey. Meine Fresse. Ja, wir hatten jemanden, der ziemlich verrückt gefahren ist und unter irgendwelchen Drogen stand. Wir fahren jetzt mal zum Gefängnis und gucken mal, ob der jetzt in Gewahrsam ist. Aber das klappt halt, die Überführung. Kevin, hast du den Weg drauf auf dem Navi? Ja, aber es könnte natürlich jetzt ein bisschen dauern, ne? Also wir sind ja, Verkehr, genau, ey. Genau in den Arbeitsverkehr reingekommen jetzt. Was sagt denn die Uhr? Oh, 8.22 Uhr, ja. Boah, wie sieht denn der aus hier? Ja, aber der hält sich an die Verkehrs... Ne? Ja, hält sich aber an die Regeln. In Amerika gibt es ja keinen TÜV, ja, da darf man so fahren, wie man will. Schön. Alles super. Aber ganz ehrlich, Respekt. Also Officer Mafuyo, das ist echt... Ja. Ich bin echt froh, Sie hier an meiner Seite zu haben. Haben Sie auch sehr gut gemacht, Mr. Driver. Haben wir gut geregelt. Ja, also, ich hab gerade irgendwie mitbekommen, Sie waren mal in der Präsidentschaftsgarde. Ja, also da gab es schon Geschichten, glauben Sie mir, die wollen Sie gar nicht hören. Vielleicht irgendwann mal auf ein Bierchen. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Das ist nett von Ihnen. Da können wir immer ein bisschen schnacken da. Klar. Dann, wir als Partner, wir könnten ruhig viel erleben, ey, gemeinsam. Wer weiß, was die Zukunft so bringt, ne? Naja, Sie sind mein Partner mit der kalten Schnauze. Halten Sie doch die Klappe. Sind Sie einfach ein Hundeliebhaber oder wie ist das? Hundeliebhaber? Ach, ich meine, wer hat schon was gegen Hunden, ne? Ja. Ich kenne so einen, den habe ich damals in... Ah, wo war das? Vice City habe ich den getroffen. Ach, Mr. echt? Mr. Fulk hieß der, ja. Oh, okay. Ja. Der ein ganz, ganz fieser Kerl. Was ist denn hier schon wieder los? War ein Anführer einer Drogengang, wissen Sie? Den haben wir dann hochgenommen. Oh. Die Drogengang hieß irgendwas mit B. So eine Biker-Biftek. Ich weiß nicht, Biftekis, ja, klar. Ja? Da habe ich auch schon von gehört, natürlich. Haben Sie auch schon von gehört? Ja, natürlich. Die soll ja hier sogar in Los Santos mittlerweile auch vertreten sein, ne? Oh. Also Was ist da vorne? Habe ich da Schüsse gehört? Das sind unsere Kollegen. Okay, distanzier dich mal davon. Alter, liegt ein toter Gott. Officer! Brauchen Sie Verstärkung, Officer? Brauchen Sie Verstärkung? Oh, hier ist einer mega verletzt. Boah, schießt der denn? Ah! Hey, was? Oh, ich wurde angefahren. Oh, ich verzieh mich hier. Oh! Ich fahr mal hier rechts ran. Punkt Arnold, Krankenwagen ist unterwegs. Oh, wir brauchen dringend Medic. Okay, die Polizei übernimmt. Okay. Weg hier. Oh, das ist ein Trucker, was macht der denn hier? Ich habe keine Ahnung. Polizei Nummer 58, Krankenwagen. Oh Gott, nee. Okay, fahren Sie ruhig hier ans Ziel. Alter, was ist denn hier los? Ah, ich kann nicht ans Funkgerät. Was ist denn hier los? Verdammte Mist! Ich komm raus. Steig aus, Kevin, nimm die Waffe in die Hand. Nein, es geht schon. Ah! What can I help you with? Das mich hat erwischt! Ist geregelt! Ich bin tot! Oh, mein Bein!